Wir gehen rüber. Leute, ins erste Video für heute Abend. Wir gehen rüber zu Revi. Julian Bam, du hast keine Wahl. Wir spielen Schach, Revi. Wir spielen Schach. Aber du spielst Schach gegen dich selbst, Digga. Gegen dich selbst. Das ist so doof. Ah, wie geil. Er hat's halt einfach. Ah, das ist gut gemacht. Ju, wie du siehst, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben Schach gespielt. Nichtmals gegen mich selber. Unsere Frist, dass du antworten musst, ist leider Gott. Einfach mal gewürfelt beim Schach. Kann man machen, aber weirdes Game, definitiv. Das ist schon seit langer Zeit abgelaufen. Du bist jetzt mindestens 6 Tage über der Frist, Ju, und irgendwann reicht's dann auch. Ich weiß, dass du gerade sehr viel zu tun hast und ich weiß, dass du meine Inszenierung hier als Bösewicht überhaupt nicht feierst und mir das auch eigentlich gar nicht gönnst. Aber ich bin immer noch im Besitz deines... Hey, was für eine Inszenierung als Bösewicht? Das ist dein Leben, du bist so... Du bist der böse YouTuber. Deiner Playbutton und übrigens dieses Dings und vielleicht auch noch einer weiteren Sache, von der du, wie gesagt, noch nichts weißt, die wir dann irgendwann mal revealen werden. Wir haben uns, oh mein Gott, irgendwas Krasses hat Revi geklaut von Julian. Ist ja nicht so, als hätte er auch ein bisschen was von ihm, ne? Ist da vielleicht etwas besorgt, von dem du selber noch nicht mehr weißt, dass es dir zusteht. Hä? What? Schaut mal, was war das? Was? Also ich kann das jetzt nicht erkennen, was das sein soll. Kein Plan. Ist das nicht irgendwie so eine Schallplatte oder sowas? Das ist ja auch nicht. Weil die sieht natürlich anders aus, so ein Ding. Keine Ahnung, was es sein soll, aber ich würde sagen, schauen wir mal. Dass es dir zusteht. Dazu aber später mehr. Vorab, okay. Dein Move mit der Arcani-Karte, ich muss es dir lassen. Er war nicht schlecht. Kennst du die hier? Und was zu Hause bei mir fehlt, weiß ich. Vom einfach Arcani. Das ist auch aus der ersten Auflage, ne, von Pokémon. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Ja, unwertvoll, das Ding. Ich leider immer noch nicht und ich wäre sehr dankbar, wenn du mir das sagen würdest. Denn meine zweite Arcani-Karte finde ich tatsächlich zu Hause auch nicht und sie ist leider Gottes unauffindbar und damit wahrscheinlich auch in deinem Besitz. Revi macht denn auf Nachrichtensprecher erstmal irgendwo anders hingucken und dann kommt die Kamera. Warte, geh noch kurz zurück. Sie ist leider Gottes unauffindbar und damit wahrscheinlich auch in deinem Besitz. Falls es der Fall ist, touché, Ju, nicht schlecht gespielt. Aber das ganze Hin und Her, Ju, bringt doch nichts, wenn wir nicht zusammen einen Schritt aufeinander zugehen. Ich meine, du siehst auch meinen Punkt und du weißt auch, dass ich mit diesen Dingen, die ich hier mache, irgendwo im Recht bin. Schließlich hast du mich jahrelang beleidigt, schikaniert und immer wieder als schlechten Menschen dargestellt, obwohl ich eigentlich gar nicht bin. Wir sind... Hä? Er hat ihn einfach als schlechten Mensch hingestellt, obwohl er keiner ist? Das ist ein Gerücht, Digga. Das ist ein Gerücht. Aber sowas von. Revi. Das ist einfach. Das gehört zu dir. Es ist einfach in dir verwachsen, dieses Image. Ach ja. Sind doch Freunde, oder? Und unter Freunden macht man eigentlich gerne mal auch ein Angebot, Ju. Und ich weiß, dass dieser Preis der Nick Kids Choice Awards 2020 für das Lieblings-Big Kid. Deutschland, Österreich, Schweiz, Julian Bam, dir sicherlich auch etwas bedeutet. Ich würde gerne einen Schritt auf dich zugehen und dir meine Verhandlungsbereitschaft, obwohl du uns ausgereizt hast und obwohl du der Frist nicht nachgekommen bist, trotzdem zeigen. Ich würde dir gerne diesen Preis geben gegen eine der Gegenstände aus meiner Wohnung. Am liebsten meine Arcani-Karte, denn da muss ich wirklich ehrlich sein, die fehlt mir wirklich. Und aber ich würde sie gerne einfach wieder im Regal stellen. Das ist das größte Druckmittel von Julian. Die Arcani-Karte wird wirklich an seiner Stelle nur gegen den Play-Button rausgeben. Dafür, anstatt für den Play-Button, ich weiß ja nicht. Stehen. Für den Playbutton, Ju, habe ich mir natürlich etwas anderes einfallen lassen, denn ich meine, wie gesagt, das ist immerhin der 1 Million Abonnenten Playbutton von YouTube, von Boolean Jam. Das ist schon einiges wert, oder? Und selbst wenn... Boolean Jam ist schon ein geiler Kanal, muss man sagen. Wenn du neu bestellen könntest, ist es trotzdem nicht der Originale. Es ist nicht der gleiche. Das Gefühl bleibt, Ju, etwas fehlt. Und deshalb mache ich dir jetzt hier ein Angebot. Also das glaube ich wirklich, ne? Also erstmal so ein, also den Button zu haben, ist das schon was anderes, als wenn man den nochmal irgendwie sich von YouTube holt oder bestellt. Er sagt, ey, yo, der erste verloren gegangen, ich krieg den nicht wieder. Mit diesem Preis in meinen Arm. Bevor ich aber jetzt zum Angebot komme, noch eine kleine Info hierzu. Wir sind tatsächlich so weit gegangen, haben versucht, davon einen Dummy in den USA zu bestellen. Leider Gottes sitzt entweder dieser Typ von Etsy jetzt im Gefängnis oder er darf einfach nicht in unser Land liefern. Ihr seht es hier in den Mails. Ach du Scheiße. Er hat einfach die Preise nachgeahmt. Oh mein Gott. Also wir haben wirklich vorgehabt, einen Fake von deinem Preis in die Luft zu sprengen, nur um zu sehen, wie crazy wir sind. Aber diese ganzen Spielchen haben jetzt... Oh, wie geil das gewesen wäre. Oh mein Gott, wie gut das gewesen wäre. Das wäre übelst lustig. Ah, schade, ey. Ende. Denn jetzt kommen wir zum Angebot. Wir beide, Ju. Ein Video, was alles entscheidet. Aushalten extrem. Mein Team hat sich deine Sache überlegt und ich habe keine Ahnung, um was... Revi, du und Aushalten? Bist du dir da sicher, dass du da gegen Ju antreten willst? Weiß ich nicht.
es geht. Aber lass mich dir eins sagen, es wird krass. Es sprengt komplett den Rahmen von allen Dingen, die ich jemals gemacht habe. Und ich habe selber schon einen Helikopter gelandet und bin schon Flugzeug geflogen, habe sehr viele krasse Sachen in Videos bereits gemacht. Du hast sehr krasse Videos gemacht, aber sei dir sicher, Ju, dass wenn du diese Challenge annimmst, auf jeden Fall ein Meisterwerk auf die Leute warten wird. Das wäre natürlich cool für alle Beteiligten, für die beiden und natürlich auch für die Zuschauer. Ne? Jetzt ist natürlich Ju schon ein bisschen in Bedrängnis, weil jetzt macht Revi die Leute heiß, ne? Auf ein nices Video. Wirst du gewinnen, kriegst du deinen Playbutton zurück. Ich steck die Niederlage ein und trotte von dann. Sollte ich allerdings gewinnen, Ju, behalte ich deinen Playbutton noch ein bisschen. Wir spielen noch ein wenig miteinander und ich bekomme endlich meine Rolle im Hauptkanal-Video. Das alles für so eine Scheißrolle. Wie sehr oder wie nötig hast du es, in ein Julian Bam-Video reinzukommen? Ja. Revi sagt einfach ja. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr als diese kleine Entschuldigung und diese eine Rolle im Hauptkanal-Video. Was mein Team da geplant hat, weiß ich tatsächlich selber nicht. Ich halte das fair, ich bin Sportsman. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf diese kleine Herausforderung eingehst. Denn ich werde ständig auf der Straße gefragt, im Chat bei anderen Leuten, was denkst du eigentlich mit Ju, wie machst du da weiter? Ich meine, er hat immer in deine Karte. Ich weiß, dass du gerade schwer beschäftigt bist und ich weiß... Das ist so gut. Ich finde das so geil, wie sich das ganze Ding hier entwickelt hat. Ich finde das so großartig. Aber Ju wollte auch unbedingt, dass das Ding irgendwann mal eskaliert. Ich weiß auch, dass du gerade beim Dreh der Hauptkanal-Videos bist. Und ich weiß auch, dass du sicherlich nicht willst, dass wir herausfinden, wo die gedreht werden, um den kompletten Drehplan durcheinander zu werfen und die zu schicken. Ist da was passiert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gucke keine Stories von Ju und so. Ich will mich wirklich nicht spoilern lassen fürs nächste Hauptkanal-Video. Damit die Hauptkanal-Videos noch später kommen, damit du deinen Werbepartnern sagen musst, oh mein Gott, ich habe verkackt. Ich lass dich machen. Ich lass dich in Ruhe reden. Ich lass dich deine Dinge tun. Wichtig wäre mir nur, Ju, dass wir hier eine Antwort bekommen. Und diese Antwort muss nicht mehr öffentlich gemacht werden, denn wir sehen uns sehr bald. Davon weißt du vielleicht noch nichts, aber wir sehen uns und ich werde mir diese Antwort persönlich und in Videoform von dir holen. Und bring diesen Preis vielleicht nochmal mit, um dir zu zeigen, was du hier gerade... Ansage auf jeden Fall. ...vermisst und was dir gerade fehlt. Und falls du, wenn wir uns sehen, Nein sagen solltest, Ju, dann haben wir diesen wunderschönen Koffer mit einem dicken Schloss. Wir packen deinen Playbutton hier rein, verbuddeln den irgendwo in Deutschland. Wir geben dir ungefähre Koordinaten. Du kannst dir einen Bagger mieten und das Ding selber ausbuddeln. Vielleicht. Boah, das ist voll cool. Oh mein Gott, ich finde das sehr, sehr, sehr nice. Es ist eine böse Sache. Es ist eine böse Sache. Ich finde es aber sehr cool. Revi hat auch echt ein paar gute Ideen. Zum Beispiel mit dem Dummy ist schon echt cool. Mit dem Playbutton zu vergraben ist auch sehr cool. Revi ist schon ein bisschen toxic. Ja, ein bisschen, aber soll ja auch so sein. Das ist halt. Ich finde, das macht ein sehr geiles. Ja, wie soll man sagen? Schon ein bisschen so RP, so ein bisschen Roleplay ist das ja ein bisschen auch, ne? Die beiden spielen ja da schon irgendwo so eine Show. Ich finde, das macht YouTube derzeit sehr, sehr interessant, das ganze Thema. Betonieren wir es sogar ein. Natürlich alles in Videoform. Ich mache das nicht, Ju, um mir weiter Content zu milken oder sonst was und möchte einfach nur meine Rache und ich möchte diese Genugtuung endlich haben. Außerdem fragen mich ständig Leute, wie es hier weitergeht und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwo genieße ich dieses Schachspiel gegeneinander und bin sehr gespannt, was du... Nicht gegen dich selbst? ...sagst. Ju, wir sehen uns in wenigen Tagen, vielleicht sogar schon in wenigen Stunden. Mach's gut, mein Lieber, und ich hoffe, dass du zusagst. Auf Wiedersehen. Nice. Ich hoffe auch, dass Ju zusagt. Ich hoffe sehr. Ich hoffe... Das macht er, weil das wird ein sehr, sehr, sehr cooles Video werden, glaube ich. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr, sehr nice Sache werden. Wenn er aber nicht so sagt, wird es auch sehr cool mit diesen Koordinaten, mit dem Playbutton vergraben und so. Ich glaube, es kann auch sehr interessant werden. Ich glaube, dass Revi da genau das Richtige gemacht hat. Egal, wie Ju sich gerade entscheidet, irgendwas Geiles wird auf die Zuschauer zukommen. Und ich finde, das hat er einfach perfekt aufgebaut. Ich finde es super.